Jetzt geht es um Überleben für einen im Profibereich. Darum diese Sache. Auf diese Sache habe ich mit Präsident geredet, ganz ernst, weil es war nach letzter Spiel vom Rapid, war schon ein Zeichen, dass er will was ändern. Das muss man jetzt alle unsere Kräfte zusammenhalten. Das versuchen wir uns alles geben für die nächsten 5 Spiele in Meisterschaft bis zum Pause. Und er hat mich aus meiner Ruhe rausgeschmissen, weil ich habe auch ein paar Kontakte mit ausländischen Vereinen und das war schon in Endphase. Aber irgendwie haben wir alle zusammen beschlossen, das ist besser, dass schauen wir, dass diese Situation wir ausbessern von unserem Verein, weil ich denke selber, dass ich bin auch schuld für diesen Verein, weil ich war schon zweimal da und mit ganzem Herz von ganzer Familie, KSV, ich war da und letztes Mal habe ich so gegangen und dann diese Schuld muss ich jetzt zurückgeben. Situation ist alles aber nicht einfach und das ist eine Situation, wo kann man nicht mehr schön reden. Ich habe alle Interviews nach alle Spiele gesehen, das ist immer schön geredet, aber am Ende haben wir keine Punkte, unsere Sack ist leer und dann jetzt muss man klar reden und ein bisschen härter, weil diese Situation sucht von uns so eine Reederei. Ich hoffe, dass die Jungs hat sie gemerkt in den letzten 2-3 Tagen, dass wir schon in eine Richtung, eine andere Richtung muss gehen. Das heißt, in Überlebungs jetzt gibt es keine Schönheit. Wir sind jetzt Survivor. Wir müssen auf die andere Seite, wir müssen unsere Trainingsart und Fußballleben ändern, dass wir mehr fokussieren auf Platz und glaube ich, das haben wir noch Qualitäten, was hat sie Jungs nicht gezeigt. Und diese Qualitäten müssen wir in den nächsten 5 Spiele rausholen am Platz und ich hoffe, das machen wir ein paar Punkte und dann ein bisschen ruhig planen wir in Wintersaison. Ja, wo kann man da jetzt in der kurzen Zeit ansetzen? Es sind ja nur mehr 5 Runden, am Freitag geht es zum FAC. Ja, FAC ist eine unsere alte Bekannte. Wir wissen schon viel über den FAC. FAC hat sich stabilisiert die letzten 2 Jahre. Spielt sie sehr gut, diese Saison auch. Aber Spielart hat sie nicht gewechselt. Nur ein paar Sachen taktisch hat sie sicher geändert mit 2 Trainern. Aber Spielart und Platz und so hat sie sicher nicht geändert. Darum ist sie eingewohnt in zweiter Liga und sie spielt immer vorne dabei die letzten 2 Jahre. Und ich hoffe, dass wir finden in unserer Reihe Lösungen, dass wir beginnen ein Match wie ein Team, mit einer anderen Taktik, mit viel Herz und Leidenschaft, dass wir kommen und dass einfach kämpfen wir für jeden Punkt. Jetzt gibt es keine Unterschiede für uns, auswärts oder heim. Wir müssen gewinnen, wir müssen punkten, wir brauchen diese Punkte. Das heißt, dass einfach in dieser Situation schauen wir, dass wir es im Kopf ein bisschen besser. Das ist nicht wie letzte 3-4 Tage. Sie waren alle resigniert. Das war eine ganz schwere Situation. Aber im Training haben wir schon ein bisschen Atmosphäre hochgetan. Und dann ist wichtig, dass wir kommen in das nächste Match. Wir versuchen uns so teuer wie möglich verkaufen. Wir versuchen sie so eingestellt, dass wir nehmen Punkte. Und ich hoffe, dass die Jungs einmal gewinnen. Ich habe gesagt, vor erstem Training, was haben sie vergessen? Ich habe keine Antwort bekommen. Sie haben vergessen, das Falken kann auch tanzen, oder? Das heißt, dass wir tanzen einmal und dann sicher geht es bessere Situation. Der Kaffenberg ist schon 20 Jahre, 21 Jahre im Profibereich und sie alle wissen in Österreich, wie wir Kaffenberg spielen. Das haben wir jetzt verloren. Jetzt müssen wir das so schnell wie möglich kriegen. Zweikämpfe und Laufen und Kämpfen, das muss sein am Platz. Da darf man uns nicht jetzt zurückziehen, sonst wir müssen nur nach vorne schauen. Und so, dass wir zurückkommen in unsere Spielart vom letzten 20 Jahre. Das ist ein Weg und das müssen wir finden. Gott sei Dank, dass ich kenne diese Leute, dass ich persönlich und charakterlich kenne alle. Und das kann ich schnell diesen Weg finden. Und dann, sie kennen mich auch.
diese Energie und dieser Draht ist schon geklemmt bei erster Training. Das ist das Wichtigste in diesem Moment. Darum der Präsident hat so reagiert. Darum bin ich auch zurückgekommen für diese Sache. Weil versuchen wir jetzt so schnell wie möglich, dass wir bekommen eine gute Empathie im Team, eine gute Empathie mit Staff, mit Vereinen, mit Fans. Weil es, für uns ist wichtig, dass unsere Leute und unsere Fans kommen am Stadion. Ich war auch im letzten Spiel dabei, live dabei vom Tribüne, und dann schaust du, dass die Fans ist ruhig, dass Max ist ruhig, dass er schimpft nicht, dass etwas ist passiert. Und ich hoffe, dass die Leute kommen mehr, das hilft uns jetzt weiter und dass wir zusammen aus dieser Situation rauskommen. Weil gibt es nicht viele Leute, die Fußball begeistert in Kampfenberg. Wir sind ein paar, wer ist im Profi und alle, ein paar sind in Fangruppe vom Grauen Falken und so weiter. Dass sie einfach mehr am Stadion kommen und mehr ein bisschen pushen, diese Jungs. Und ich hoffe, dass sie von Seite, von Linie, Seitenlinie kommen, noch mehr Druck von mir, und dass wir einfach gehen nach vorne, schauen wir nach vorne und gewinnen. Ja, so ist es. Zusammen sind wir stark, zusammen schaffen wir das. Gemeinsam kommen wir von da unten wieder raus. Ja. Schön, dass wir da sind. Alles Gute. Ja, danke, Maki. Danke. Ich hoffe, dass wir haben mehr Situationen, das kann man ein bisschen lachen, das kann man ein bisschen mehr freuen. Aber jetzt, alles darf man aber nicht nur schön reden. Das heißt, diese Jungs müssen wissen schon, dass es jetzt geht zum Überleben. Danke, alles Gute. Danke dir.